Ja, also, weil das jetzt eine andere Aufnahme ist, muss ich es nochmal sagen. Aber ich habe gerade eben für Surf's Up gepult, bekommen, auf 64 Pity, ich bin happy. Und das Problem ist, ich habe nicht genug Materials. Ich habe keine Weapon Mats. Und das bedeutet, mein Resin muss dran glauben. Mein Resin muss dran glauben, das heißt. Here we fucking go. In die Weapon Domain we go. Ah, Mann. Ich hatte gerade beim Pullen so Angst, ne? Also, ich hatte wirklich. Ich hatte krass Angst. Wow. Dafür habe ich aber jetzt, actually, meine Xylonen geopfert. Ich krieg sie so nicht. Das ist jetzt legit unmöglich, Xylonen noch zu bekommen. Aber. Dafür habe ich Moilanis Waffe. Na, ihr Süßen. Hi. Ich habe gerade eben gepult. Genau da, wo ich Oh, gepult was habe, war denn da? keiner da. Oh, mies. Aber ich habe Surf's Up. Ich bin happy. Ich bin White People happy. Aber der Level Mess. Oh, er ist Ein Enjoy. anscheinend. Was? Ah, Murmeli ist wieder Greedy. da. Murmeli, ich Ja, hab's, die ich hab, wurden also for wahrscheinlich real, es wieder stimmt. weg. Wenn du nicht im Call bist, hab ich mehr Luck. Ich hab grad Weapon Banner gepult und gewonnen. Ich hab zum ersten Mal Weapon Banner gewonnen. Ich hab schon so häufig auf Weapon Banner gepult, heute habe ich zum ersten Mal gewonnen. Und nur dann, wenn du nicht da Nice. bist. Es tut mir leid, aber Murmeli Luck ist einfach fake. Du klaust. Oh! Was ist das? 5-2-5, das habe ich auch noch nie gesehen. Holy shit. Sorry. Eben, schau. Jetzt eben Momeli Luck doch real. Schau, Ja, das aber hast du beim Puls davon. hatte ich immer Murmeli Pech. Boah, Digga, In du kennst einer. lieber das, Welches was du gerade Domain? hättest, oder einfach Momeli-Pull-Luck, aber kein Luck bei den Artefaktmaterialien. Hey, Denkst du, ich habe jemals Momeli-Pull-Luck. Artefaktmaterialien-Luck bekommen? Oh, Sakobi, Pull-Luck ist einfach viel besser. Ja, es ist Pull-Luck tausendmal bringt besser. einfach. Du kannst alles haben, was Weil du du hast. willst, Bro. Ja. Peace. Ey, Chingling, Ja? ich mache jetzt einmal hier Max Strongbox für Flower of Paradise Lost für meine Cookie. Oh, jetzt habe ich Chingling, 6-4. Chingling. Legit der schlechteste Drop und es ist sau selten, so einen schlechten Drop zu bekommen. Oder ich spiele Flower of Paradise Lost auf Cookie, ne? Wenn ich Hyperbloom gehe. Ja. Also ich spiele sie mit Alhafen, Nahida, Cookie und. Was war mein letzter Teammate? Nahida. Was? Nein, Nahida hatte ich schon aufgezählt. Nahida, Alhafen, Cookie und. Wen nehme ich als letztes rein? Sorry, sag nochmal von vorne. Nahida, Alhatem Cookie, XQ. Du brauchst ein Ja, Hydro. genau. Ja, was soll ich auf XQ für ein Set spielen? Es ist. 1 von 4 ist okay. Nicht gut, aber egal. Jingling. Auf Nahida. Nein, auf XQ. Auf Ja, Nahida spiele ich irgendwas. natürlich Deep Wood. Also, das würde ja sonst Ja, nicht du wirklich kannst Sinn auf machen. ihm Instructors spielen für extra IM. Oder du kannst auf ihm Emblems Ja, packen. aber dann muss ich dort farmen und darauf habe ich keine Lust. Jingling. Was? Sechs Sword auf Dilo resettet seinen kompletten Skillpool dann. Aber es lohnt sich auch nicht, weil es dann nicht schärfer ist, 7 Sekunden sind, die du damit resettest. Das kann sich trotzdem lohnen. Ich meine, ist immer noch besser als Dann kannst Verdict. du zweimal pro Minute so 6 Sekunden einsparen. Ja, ich meine, was macht Wow. Verdict für dich? Dein Diluc macht keinen Schaden. Du sch Hier, also, schau mal, aber das macht Sakobi, keinen Unterschied. So, lieber ein bisschen oder gar nichts. Du bekommt fragst Diluc mich, nicht eh was nur ist die besser? Pyro. Bekommt Diluc nicht eh nur die Es Pyro gibt. Infusion, wenn er ultet? Und Ja, es geht Sexsword um die gibt dir Energy. Es Aufladerate? geht um die Energy. Eben. Weil Ja, er natürlich. in XL reinfunnelt in ein Werd aber Moilani-Team. mit Diluc nicht onfield, nicht viel. Er ist nicht nur damit da, damit die fucking Shankling mehr ulten kann. Ja, aber sie wird Ja, ja. Oh dann mein macht Gott. eh keinen Sinn, dass du Ding drauf spielst, Verdict. Eben. So. Ich hab's doch So, dann gesagt, macht der noch Verdict macht weniger Sinn. nichts und Sack macht ein bisschen was. So, du kannst dich entscheiden. Willst du lieber ganz wenig was machen oder gar nichts? Du kannst einfach sagen, du machst gar Sieht nichts. stylisch aus. Dann Der mach's Verdict halt macht so! Oh mein wenigstens. Gott, warum fragst du mich? Ich hab gesagt, es macht sowieso keinen Unterschied, keinen großen. Und du sagst mir, ah ja, es macht ja keinen großen Unterschied. Ah, dann will ich lieber Verdict draufpacken. Bro, ich hab's dir so erzählt. Jingling, soll ich einfach full EM gehen auf Cookie?
Ja, verlieren. Okay. Am besten noch ein paar Ja, HP-Subs mache ich. setzen, wenn möglich, weil Cookie hielt nicht viel Ja. ohne Auf jeden Fall. HP-Subsets, aber ja. Was sagst du zu einem klein wenig Energy Recharge? Brauchst du nicht, aber ist das jetzt kein negativer Stat? Ich meine, wenn du es auf Ich den meine, Substats hast, burst ist. ich mit ihr oder ist das einfach ein DPS-Loss? Nee, du burstest schon mit ihr, wenn du kannst. Aber es ist jetzt nicht irgendwie etwas, was du bilden willst. Okay, also das ist nicht ein Albedo-Burst. Nice. Ja, nee, das jetzt Macht den nicht. Netz-Ult nochmal. Die nehmen das Element an, was sie zuerst holt, richtig? Was? Ihr Netz-Ult. The Netz-Ult. Ich weiß es nicht. Ich kenne Sie mich nehmen so damit das überhaupt nicht aus. Element an, was sie zuerst swirlen, dann macht die Ult das Element an Schaden. Ja, es ist basically Ja, und Gnase dann auf musst du die halt Ult, Swirl aber sie Priority macht nur bedachten. Schaden. Falls du Das was auch, ist. macht das Application? Oh, das ist ein nicer Nee, Bonus. weißt du, das macht keine Application. True. Einfach nein. Fuck you. No Ja, application natürlich for you. macht das Application, Sakobi. Oh, warum überhaupt noch Jungle? Dann überhaupt spielen einfach Lindet als Offit Bro, ich habe vier Pure Application Primus. verwenden. Ich bin reich, Leute. Ja, aber. Aber. Lynette gibt nicht genug Pyro Application. What the fuck? Sie Ja, macht gar aber nichts. warum? Sie macht einen Arsch an Warum? Application, aber du kannst Lynette reinpacken statt Diluc. Und Lynette auf Fav Ja. spielen. Das ist Stimmt. besser. Wow. Weil du kannst mit dem Ja, das ist für Skill. beide drin. Nein. Was? Doch. Oh, sonst habe ich keine Option. Warte, was Wie spielst du für kann ein Team? Molani, weiß du ich auch brauchst das nicht. Molani-Team. Molani, XL, Hier war. Diluc und dann. Lynette. Okay. Das ist das Team so. Ja, Ich mach bräuchte zwar das einen halt. Healer, aber ich weiß nicht, wie gut Sheen dafür ist. So, bevor ich das spiele, würde ich einfach irgendwo eine Katrina ins Team mit reinnehmen, damit du das Deadline-Set hast, aber Ja, okay. Katrina ist Bro, auch ich besser. bin AR fucking 30. Was für ein Und Netreset. du bekommst Katrina gratis und in Netlane kannst du schon rein mit AR irgendwie 20. Ja, Nee, aber 30. ich kann. Es lohnt sich nicht, das Gut. Set zu Nee, farmen vor 20. AR 45. Murmeli, du drainst actually mein Glück weg. Jetzt habe ich Dogshit wieder. Jetzt habe ich übelst Es ist Dogshit for Luck. real Weißt du, 20 ich oder so, farm weil jetzt Jakobi hat letztlich nicht den Vorstar-Artefakte, Stamm. ne? Ja Gib und? mir eine Dann Sekunde. gib tr geh trotzdem in Mein. das fucking. Geh trotzdem in die Domain rein und mach deine was weiß ich was. Mach so zwei Runs und du hast halt genug. Es gibt sogar eine Ja, World Quest, da also ich kriegst du ein weiß nicht. Artefakt von dem Set. Nur Ich eins meine, aber. schau mal so, Katrina lohnt sich im Endeffekt einfach mehr so. Vor allem dann hast du auch noch ein. Also es ist einfach angenehmer zu spielen wahrscheinlich im Endeffekt auch. Sollst du Aber so. wie sollte dann, wie wird dann mein Team aussehen? Ja, es wurde jetzt schon gesagt. Also ich meine, du spielst. Ich weiß auch nicht, warum du unbedingt Diluc spielen willst. Will nicht unbedingt Diluc spielen. Zweifel irgendwas, damit die Shangling ulten kann. Ja, dann mach halt irgendwelche Fav-Charakter rein. Ja. Ich meine, du wirst sowieso nicht on Cooldown bursten können, wenn du keine Five-Star-Artefakte hast, weil du einfach zu wenige Ja, Stats hast. ja, ja. Das heißt, jetzt schon Ist ein versuchen bisschen darauf zu ass. sweaten, macht einfach gar Oder, keinen Sinn. schau mal, Sakobi, ich hab's dir auch schon gesagt, so, das ist der Grund, warum die Teams ein bisschen ass sind, so. Ja, weil Xiangling nicht nice genug ist. Nicht nice genug. Schade. Ja, sei ehrlich, du würdest dazu stimmen. Ja, natürlich. Ich habe ja auch nicht irgendwie Also, das das ist Gegenteil einfach behauptet. nicht schön. So, das ist auch der Grund, warum ich sie nicht pulle, weil ich stelle mir das richtig, richtig ass vor zu spielen. Mann, Warum? kein Bonus. Schade. Wait, actually, ich Bro, brauche warum noch wird mehr. ein. Immer noch Ich kein meine. Bonus. Sad. Flower of Paradise Lost ist doch um einiges besser als Gilded Dreams auf Cookie, nicht? Was heißt einiges? Ich meine, es ist schon ein gutes Stück besser so. Ja, natürlich ist es ein gutes Stück besser, aber es ist jetzt nicht so, So, wie ich. wenn du Ja, unbedingt. das ist schon Sobald du klar. Foppies gildet hast, willst du jetzt kein Flop farmen unbedingt, weil es lohnt sich so vom Resin Investment nicht so sehr. Aber du kannst es Strongboxen also Ah, ja, inzwischen aber schon. was für Farmen? Ja, ich wollte gerade sagen. Also inzwischen schon, aber. Oh mein Gott, ich muss Ja. nochmal in die Domain rein. Nein, was ein Scam. Das ist so schön, dass ich jetzt meine ganzen Charakter leveln kann. Also ich hätte sie auch schon davor leveln können, aber ich hätte dann farmen müssen. Okay, komm. Oh nein. Ja, Ja, aber das ist ganz Murmeli, ich krieg nice. jetzt keine Xelonen mehr. Wieso?
Ich habe 40, 42 Puls ausgegeben für Dings, für Surf's Up. Ich meine, ich sag, das war trotzdem ein gutes Investment. Ja, Exelon ist schon deutlich höheres Crease. Ja, natürlich. Aber ich meine, die Waffe ist auch sehr gut. Aber ich weiß nicht, warum hast du das gemacht? Weil ich die Waffe haben wollte und jede Waffe. Und egal, was ich vom Weapon Banner bekommen hätte, ich wäre fein mit gewesen. Weil Kasua Weapon ist auch gut, weil ich habe Kasua und alles andere wäre guaranteed Banner Weapon. Ah ja, das macht Sinn. Das heißt, ich hatte eine Win-Win-Win-Situation. Ja, ich weiß nicht, so. Theoretisch könnte ich mir jetzt Ding holen. Mualani, genau. Ich könnte mir Mualani holen. Du musst doch. Nein. Och, bestimmt nicht. Du willst gambeln. Ich will aber nicht Mualani. Doch, du willst gambeln. Ich mag Mualani nicht. Ich finde sie cool. Du willst gambeln. Ich finde es cool, wie man sie spielt. Aber so, man kann sie halt auch nicht wirklich spielen. Sie ist kein Tall Female mit unfassbar großen Boobies. Mualani ist doch zu klein für mich. Sie ist keine Mami. Eben, hab ich schon gesagt. Mualani wird gepullt bei Rerun. So, ich hab das schon mal gesagt. Cringe. Er will noch warten, bis etwas älter ist. True. Wird das hier ein bisschen heranreift. Genau. Was ist da? Boah, ich muss mal kurz nachschauen, wie viele von denen. Ein Fetisch, Mumili, ein Fetisch. Mami-Fetisch. 23, 27, 41. Habe ich davon genug? Niemals habe ich davon genug, aber. Also, wie viel brauche ich? 23, 27. Oh, davon hätte ich sogar genug. 41, not even close. Schade. Ja, oh, 7. Diese Blumen für XQ sammeln. Was ist damit? XQC? 15, 23, 27. Ich hätte sogar fast genug schon. Heute ist Sonntag, ne? Ja. Ich schaff mal kurz zwei Zähne um. Ich hab natürlich sogar was auf meinem Main. Ich muss mein Kasua bauen. Oh, ich hab einen Doppler bekommen. Nice. Jetzt muss ich Y-Ops killen gehen, Leute. Ich hasse es, aber. Jingling, ich glaube, wir müssen die Tierlist, die wir mit Frosch gemacht haben, nochmal überarbeiten. Für was? Madame Ping muss nach ganz oben. Bro, was ist, willst du mit fucking Madame Ping? Welche zwei denn? Das war ein Witz, Bro. Chill. Ich meine, es gibt Rumors, dass Madame Ping in dieser Version, also in der 5.x-Version, als Playable Character rauskommen sollte, aber als, naja, junger Character halt. Ja, wie jung? Wie jung? Ja, jung halt eben. Ich weiß nicht, so alles zwischen 18 und 30. So das, was halt jeder Genshin Cast ist. Es gibt keinen Genshin Character, der dazwischen so richtig ist. Bis auf halt eben die Lolli Character oder ein paar, die einfach so lore-wise 7 Milliarden Jahre alt sind. Aber wenn du sie dir anschauen würdest, jeder über 30 würde nicht mehr so aussehen wie Lisa. So Lisa ist lore-wise auch relativ alt, aber. Aber so kein Mensch über 30 würde es noch so eine gute Haut wie Lisa haben. Ich würde Großmutter oder so fühlen in Genshin. Ich auch, ich find's lustig. So einen alten Opa, so einen alten Opa mit Schwert. Einfach. Ja. Kasu Dad. True. Das wäre schon wild. Aber ich werde für Kasu Dad so. Ich würde reinpennen, ich bin mir ganz ehrlich. Ja, für Kasu Dad würde ich nicht reinpennen. Ich fänd Kasu Dad geil, aber so. I don't know. Hat man den mal gesehen? Nein. Aber er ist ein Kasu-Sim. So, ich blame nicht, ich bin auch Kasu-Sim so ein bisschen, aber. Das ist schon. Ich komme mittlerweile und voll in der Zoom-Team zusammen. Das Einzige, was ich noch brauche, ist Sustain. Ich weiß nicht. Also, das Team sieht langsam gut aus. Wie gesagt, das Einzige, was jetzt noch drin fehlt, ist Silonen. Physical Kazuha. Physical Kazuha. Nee, das ist beides. Also Elektro-Superwaffen. Nee, ich hab grad Physical Kasua gespielt. Ganz kurz, weil ich gegen einen Hydro-Slam gekämpft hab. Verrat doch, welche Waffe ich auf meinem Kasua drauf hab. I don't know. Ich
gerade. Ich muss kurz nachdenken. Signature. Boah, ich wollte gerade sagen, hast du Dings drauf? Ja, natürlich hast du es drauf. Natürlich habe ich Ishin drauf. Aber muss ich sagen, er sieht schon stylisch aus. Ja, Ishin sieht nicht schlecht aus. Ishin und Kasa. Ich wünschte, Ishin wäre halt die 5-Star-Waffe. Also, Freedom Sword hätte den Sprite von. Also das Model von Ishin und andersrum. Das wäre so geil. Ich würde das so fühlen. Ich weiß gar nicht. Ich finde jetzt Ishin sieht jetzt nicht so passend aus auf Kazuha. Ich finde Freedom Swan sieht jetzt auch nicht so aus wie die passendste Waffe, aber. Doch, nein. Ishin sieht sehr passend aus auf Kazuha. Nein, es hat zu viele Zacken. Die äußere Form. Farbschema und so. Ja, die vom Farbschema schon, aber die äußere Form ist, finde ich, extremst wichtig, was das angeht, weil Kazuha verkörpert den Wind und die Waffe sieht nicht aus wie der Wind. Die Waffe sieht aus wie Elektro. Die Waffe wurde ja gemacht für Ryan. Ja, aber schau mal, seine Signature-Waffe sieht noch schlimmer aus, also sind wir. Ja, Bro, seine Signature-Waffe passt vielleicht auf Yula oder so, wenn sie ein Schwert hätte. Like, Bro. Ja, Yulas Signature sieht fast gleich aus. Ja, also es ist die gleiche Waffenserie. Die Großschwertwaffe davon, ja. Ich finde diese Waffen sehen Signatures eigentlich nur lame. Warum? Gibt ihm doch eine schöne Waffe, die dazu passt. Das finde ich auch komisch. Wenn du schon Leute dazu bringst, so 50 oder so 200 Euro auszugeben für diesen Dreckswaff, dann macht sie wenigstens noch grafisch passend. Ja, das machen sie ja inzwischen auch. So, früher haben die das halt teilweise nicht gemacht, weil sie ihre Waffen-Series unbedingt fortsetzen wollten, was ja auch teilweise Sinn gemacht hat mit deren Lore. Aber an und für sich, so gerade in letzter Zeit, oder nicht in letzter Zeit, sondern schon seit recht langem, sind die Waffen, deren Signature Weapons schon passen. So Shinra's Calamity Quella passt zu ihr, Hut of Staff of Homer passt auch zu ihr. Ich meine, bei welchem Charakter passt es nicht? Chun-Li's Signature-Waffe passt zu ihm. Oh, ja, aber halt so Stats-wise nicht. Mualani's Signature passt, Emily's passt, Sijuin's passt, Clarins passt, Alekino's passt, Chiodi's passt, Tianyun's passt, Navia's passt, Farina's passt. Ja, alle halt, basically, bis auf so ein paar alte. Oh. Zhongli's Signature. Sieht aber schon gut aus. Auf jeden Fall. Aber es ist halt schon. Leider sogar eine Weapon Series geworden. Ich glaube sogar die schlechteste, oder nicht? The Unforged existiert ja und ist auch nicht so geil. Ist eine der schlechtesten. Wenn man 5 Stars nur zählt. Es könnte die schlechteste 5 Star Weapon Series sein. Vielleicht sogar. Ja, hab ich ja gesagt. Da gibt's einfach Schlechteres. Ich glaube sogar die Standardwaffen sind da besser so. Also welche? Skyward. Ach so, ja. Teilweise schon. Ja, auf jeden Fall. Weil die haben Anwendungszwecke. Genau, zum Beispiel mein Skyward Spines ist gerade sehr. Ich würde sagen, Skyward Greatsword, Skyward Pride fühlt sich wahrscheinlich schlechter an als Unforged, wenn du Shielder hast. Ich habe das Gefühl, so Skyward Spine, das ist so eine Waffe. Wenn du Kack das, wo sie drauf spielen kannst, ist übelst geil, sie zu kriegen. Wenn du es aber nicht hast, dann ist es irgendwie so die schlechteste Waffe, die du gefühlt haben kannst. Ja, es ist sehr whatever, so auf wen willst du es haben? Ryan, okay. Okay, Catch ist besser. Nicht wieso nicht? Etwas, ich glaube ungefähr 1% ist Skyward Spine of Refinement 1 besser als Catch of Refinement 5. 1%. Und woher hast du diese Information? Und du musst nicht angeln, Chingling. Ja, aber schon mal, woher hast du die Information? So, weißt du, es ist so, das kann halt jeder sagen. So, das muss. Ich meine, stimmt das wirklich? Lass mich kurz nachschauen, es könnte vielleicht stimmen. Aber ich würde es bezweifeln. Skyward Spine ist ganz leicht besser als Sketch F5. Nein, schlechter. Woher weißt du? Ja, das. Schau mal. 0.5% schlechter. Fair. Aber du trotzdem. Musst nicht angeln. So, das ist sogar der größte Vorteil. Du musst nicht fucking angeln. Ja, die Skyward Series ist an und für sich okay. Gerade der Bogen ist gut und Skyward Blade ist halt gut auf Blended wegen ER. Was macht der Bogen? Hab ich nicht den Bogen? Ich glaube, ich habe den anderen Bogen. 22,1 Crit Rate. Was macht der andere Bogen nochmal? Amos. Ja, der gibt dir irgendwie 56% Attack oder sowas. Ne, Attack Stats, denk mal, ey. Ja. Das ist Ganyu's Signature. Nochmal ein Charge Detect Damage Increase. Ja, weißt du. Du hast mehr Schaden, je weiter er fliegt. Oh no. Schau mal, wow, was eine Passive. Amusbo war mal eine der besseren Waffen, aber so, jetzt gibt's halt zu viele gute Bögen. Es gibt Aqua, so verloren. It's over. So, Skyward, ist das Harp? Der Bogen? Skyward Harp? Ja, Skyward Harp. 22,1% Crit Rate, 654. Ist der besser als Amos oder? Auf jeden Fall. Es kommt drauf an, auf manchen ist auch Amos besser vielleicht, aber allgemein ist Skyward besser.
Guck mal, was ist das? Ich kann auch, ich hab sie dann auf Tainari, aber nur weil ich Tainari generell nicht spiele. Ich find's versucht, aber. So, auf wem kann man Amos überhaupt spielen? Ganyu ist ihre Signature, alle Tech-Skater. Also Official theoretisch auch. Als ein Statstick. Ist nicht Stringless besser? Vermutlich schon, doch. Ja, aber kannst du? Die Frage ist ja, kannst du es oder nicht? R5 Stringless ist auch besser als R1 Skyward. Aber Skyward lässt dich deine Ratio sehr leicht balancen, weil du 60 CV bekommst. 64,2. Du kriegst 22,1 Crit Rate, 674 Base Attack plus 20% Crit Damage. Damit kannst du einfach deine Ratio viel besser balancen. Ich habe keine Forster Waffe R5. Schade. Ich könnte Rust R5'en. Ich könnte dir Bell zweimal R5'en, glaube ich. Hm? Ryden als Main DPS nicht das wahre ist. Doch, 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 ich hab das Papier. Oh ja, ich kann Bell zweimal R5'en. Oder nee, das Fontaine Pump Schwert. Ja, Sakobi hat Skyward Spine auf seiner Ryden. Jetzt verstehe ich, warum er das so defendet hat. Was? Ich habe auch Skyward Spine auf meiner Ryden. Ja, ich hab's gerade gesehen. Speziell, ich meine, es ist okay. Es ist eigentlich eine gute Waffe, wenn du Raiden National spielst. Momini, du weißt doch, welches Team ich meine Raiden spiele. Nein. Ja, leider. Raiden Jamigo. Oh, okay, dann ich wusste es vielleicht Kasuha doch. Kasuha und bald Zelonen. Ich verstehe mal nicht, was Kasuha unbedingt Raiden reinpacken willst. Wer hat dich kochen lassen? Hey, Kasuha Inazuma und es passt. Ich meine, man kann Kasuha gut mit Raiden shippen, so weißt du. Zelonen ist. Was? Dieses Genshin Shipping Reddit hat mich traumatisiert. Das glaube ich nicht. Du hast Schlimmeres selbst getan. Nein. Natürlich hast du das getan. Ja. Du warst nicht da drauf. Du warst nicht da drauf. Ich weiß, wie schlimm es da ist und ich weiß, dass du schlimmer bist. Was ich mache, noch farblos ist dagegen. Nein, das ist gelogen. Und Digga, das was. Ja, noch schlimmer als Tomatos Paimon Collection. Ja, deine Wait, what? Collection ist nicht gerade besser. Bro, meine Glee Collection ist ein Bild, Momeli. Dafür hast du überhaupt ein Bild, ja, for real. So, das ist zu viel. Eins ist zu viel. Tomatos Paimon Collection. Dass er sagt, nur ist halt auch crazy. For real, so. Du kannst Litchi nicht Genshin spielen, wenn Tomato im Call ist. Weil jedes Mal, wenn dieses Drecks Paimon sieht, er Smash sagen muss. Er sagt doch so die ganze Zeit Smash. Ich brauche die Wild Manifestation Mats für mein Surf's Up. Ich brauche sie. Du brauchst sie. Ihr wieder. Was braucht Kasuha eigentlich? Kein Kenku, ne? Aber jetzt wird sicher bei Kenku helfen, oder? Kenku. Ja. Ich farm grad Zeugs für mein Surf-Sub. Schade. Geht zu faul für den Boss. Oh Mann, muss ich rein. Mann, warum braucht der Bree so lange zum Antworten? Wenn er nicht antwortet, dann farm ich's halt, so lol. Sakobi, holst du dir. Warte, nee, Raiden mir, ich hab ja ein niedriges World-Level, ne? Jetzt. Du holst dir Raiden C2, oder? Werde ich irgendwann, ja. Das ist der Plan. Ich würde mir. Egal, du bist. Warte, gibt Raiden C2 mal Ignored Defense, oder? Ja, 40, genau, 40%. 40 oder 60? Nee, 60. Oh, das kann sogar sein. Oh, 60 ist halt crazy. Ja. Die zwei Sachen, die ich wirklich noch will, Raiden C2 und Miku Signature. Ja, dann kannst du Raiden endlich als Main DPS spielen. Genau. Momentan ist mein Main DPS der Zhongli. Ja, er scaled halt immer noch. Er scaled halt immer noch besser auf HP als Deya. Bro, ja, wenn er nicht antwortet, dann verzichte ich mich auf der Welt. Geo Damage Zhongli. Was ist? Der 60k Geodamage Ult Jungle. Was der macht der Carry da durch.
Ich kill jetzt seine Wipes, das ist mir egal. Wenn er so zu lange braucht zum Antworten, dann ist es einfach so Natural Selection. Du kannst auch gerne bei mir rein, so. Oh. Du bist World Level 6. Ich meine nicht 6. Ja. Was ist das überhaupt? 8. Ich bin World Level 8. Oh, wait. Brink. Ich bin auf meinem Main. Oh, na dann. Nehme ich's gerne an, danke. Ich habe sowieso gerade nichts zu tun, außer Kenki fahren. Nice. Ja gut, dann helfe ich dir mal bei Kenki fahren. Ne, passt schon. Mit dem Jongli kann ich den. Oh, na dann. Das Problem ist, dass mein Kasuha auf Level 50 ist. Deswegen... Ey, Sakubi, du kannst dir das Achievement holen, dass wenn er dich herausfordert... Frosch ist immer noch on. I'm not a whale, schreibt er. Digga. Frosch in seiner Description, I'm not a whale, auch er. Ich meine, es gibt weiter Schlimmeres. Ja, aber es ist trotzdem Whale, so. Das ist schon Whale. Nicht für China-Verhältnisse, glaube ich. Ja, für China-Verhältnisse ist er Dolphin. Ja, das ist so witzig. Da ist ja gar nichts aufgedeckt auf der Map, Sakobi. Du hast ja gar nichts auf der Map aufgedeckt. Noch nicht. Ich hab wie gesagt Netlin auf dem Account noch fast gar nicht gespielt. Nur auf den beiden anderen. Ja, ups. Dann glaube ich, kill ich nur ein, zwei Manifestations und dann pisse ich mich wieder, weil. Ja, du das. Sonst muss ich zu weit rennen. Murmeli, du bist doch sicherlich on. Ja, du kannst joinen. Nice. Ich mach gerade aber Boss-Nukes mit jemandem, aber du kannst trotzdem einfach joinen. Oh, nice, danke. Man, dann geh halt einfach nicht ins Scope-Game. Aber ich habe auch noch nicht viel freigeschaltet von Netline. What? Okay, nee, dann gehe ich doch bei Randoms rein. Nein, nein, komm zu mir. Geh zu Frosch rein. Es ist gut, komm zu mir. Du kannst alles nehmen, was du willst aus Netline. Geh zu Frosch rein. Bro, ich habe keine Lust, 10 Kilometer zu rennen, es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass du 10 Kilometer rennen musst. Cardio, Jingling. Schau mal, du kannst dich jetzt zu den Tribes teleportieren, instant. Das geht ja. Naja, ich muss schon viel klettern dafür auch. Ich meine, ich würde sagen, ich glaube, ich bin jetzt schon aus der Welt. 75% der Waypoints unlocked. Okay, wenn das der Fall ist, dann bin ich doch dabei, danke. Oder vielleicht, ich weiß nicht, wie viel unten sind. Ich habe halt unten noch nicht aufgedeckt. Ja, unten ist nicht so wichtig. Aha, ja, okay, ja, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, dann kannst du. Perfekt. Danke, Mann. Ich bin echt schon ziemlich happy mit dem Team, das ist sehr fun. Nice, oh, danke. Ah, der Regen. Da. Gibt es irgendeinen Weg, mit Kasa Elektro zu swirlen auf einem Kenke, der permanent. Dann nimm dir deine Materials. Danke, Mann. Jingling. Was ist? Gibt es irgendeine Möglichkeit, Elektro zu swirlen mit Kasa, wenn es regnet? Nein. Scheiße. Deshalb ist Hydro so praktisch. Was? Naja, eben. Ich meine, Hydro hat. Hydro ist halt Nummer 2 auf der Swirl Priority und Elektro ist genau 1 unten runter. Das heißt, es ist unmöglich, wenn es regnet, weil das durchgehend Hydro Application ist. Und wenn es nicht Hydro Application ist, naja, es gibt halt so etwas wie eine Dual Aura, die Elektro. More effective in the rain. Was? Bro, Ice is far more effective in the rain. Ja, wenn du nicht gegen Bosse kämpfen würdest. Würde das stimmen. Ich weiß. Oh, what? What the fuck? Boah, ich wünschte diese Samachurls, diese Hydro-Samachurls wären playable Character. So einfach Regen beschwören. Ich heal. Let's go. Ich glaub, das ist. Imagine einfach so 3-Star-Charakter in Genshin. Das sind dann einfach nur so Hydro-Summer-Churl. Das
Wäre schon lustig. Hilly Troll wäre auch wild einfach. Zwei Two-Star-Charakter. Ja, One-Star geht auch. Nee, kannst du die dann so finden in der Overworld? Gott, ja, ganze Energy ja. Geklaut. Na, jetzt noch, dann bringt dann das Kostüm für den Hilly Troll dann so für 900 oder sowas von den Pates-Dingern. Das ist einfach nur der Rare Hilly Troll. True. Ich sollte mein Biolio anfangen, ich hab die Ideen. Das wären doch so gute, so One-Star-Charakter. Ich meine schon mal, die Idee hatten sie vielleicht schon mal, aber ich sag einfach, das wäre so unmöglich umzusetzen, leider. Es wäre also, keiner wird's spielen, es hätte einfach... Ja, es wird sich einfach Sinn nicht rentieren. Spielen. Ja. Sie wären halt einfach so zu schwach. Genau halt, wie in Reverse 1999. Es gibt halt so Two-Star-Charakter in dem Game. Alles, was der macht, ist einfach sterben. Schade. Der hat so einen Cooldown, dann verreckt er einfach und bufft einen Turn lang den Damage deines Teams. Das ist alles, was er macht. Oh, Seven. The fuck's that? Und? Reichen die Waypoints? Nicht ganz. Ich dachte, mit unten meinst du nur das Morlani-Gebiet, aber so. Unten halt. Mit unten meint er unten. Ich hab so die größten Teil. Unten fehlen mir halt so 4-5 Teleporter, glaube ich. Ah. Sind das Wichtige? Ja, der eine davon ist besonders wichtig. Der Aha. eine, also genau der eine hier, ist wichtig. Warte, Shingling, ich mach mal eben für dich 100% Exploration. Let's go. Soll ich mir den kurz holen? Ich hol mir den schnell. Na, alles gut. Nein, ich hol mir den, damit ich den dann hab einfach auch. Ja, ich kletter da jetzt langsam mit einer Villette hoch. Warum nicht Kachina? Weil Kachina weniger Stamina hat. Nicht Stamina, aber langsamer klettert. Und sie naja, klettert nicht so schnell mit ihrer Dings. Naja, aber du kannst ja diese Energy haben in der Klein. Also ich weiß. Aber es fühlt sich einfach schlecht an, mit Kachina zu klettern. Das stimmt. Welche Stats sind wichtig auf Karasora, Jingling? EM. Und Aufladerate vielleicht. EM und ja. Und ansonsten nichts? Crit Rate. Nein, EM einfach. Ja, aber das ist nicht so wichtig. Wenn du Fair spielst, wäre es schon wichtig. Aha, ja stimmt. Spielt der Fair? Ich gehe mal davon aus. Spiele ich auf ihm. Ich könnte Cyphers auf ihm spielen. Ja, dann nur ihr. Dann spielt Cyphers und dann brauchst du voll. Aber Cyphers ist nur Refinement 1. Weiß ich das nicht, reicht. Das lohnt. Reicht. Lohnt sich. Es ist immer noch besser als Iron Sting, also nimm es einfach. Ja, Iron Sting ist aber auch Iron Sting spiele ich, glaube ich, auf meiner Nilu. Oh, Seven. Ja, aber Iron Sting spielt auf Nilo, aber dort ist es okay. Ich weiß ja nicht, warum ich überhaupt Nilo gepullt habe auf dem Account. Weil sie gut ist. Ich spiele seit literally auf meinem zweiten Account mit Signature. So. Oh, hast du sie überhaupt? Hast du überhaupt Nahida? Nein. Oh, what the fuck. Oh, Seven. Deswegen. Momeli, weißt du, wann ich so richtig viel gespielt habe? Bis Inazuma Release. So, aber jetzt bin ich beim Waypoint angekommen. Habe ich noch ein paar Charakter, aber ab Sumeru ist alles an mir vorbeigegangen. Ich habe nichts ja, aus Sumeru an mir gefühlt. Auch und trotzdem hättest du. Ich habe so einen Absence of Dendro. I mean. Ich spiele halt Yo-Yo Dendro DC oder so ein Scheiß. Das ist was ich auch spiele, endlich. Ich glaube, ich spiele Kolle Yo-Yo, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, Kolle Yo-Yo oder was. Oh mein Gott, was ein nerviger Gegner. Ey, ich weiß aber auch schon, was meine zwei Main-Dot-Demon-Con wahrscheinlich sein werden. Das eine wird das Team sein, was ich mit mehr momentan zusammenbaue. Alter, Y-Ops sind solche Hurensöhne, ne? Wow. Dann muss ich mal schauen. So, jetzt endlich spoil ich mal ein bisschen Adlan.
Ich glaube, ich speedrun mal eben TP-Points, ja. Go ahead. Habe ich überhaupt schon einen Knockdown? Oh, ist ja gar nichts, what the fuck? Ja, legit nichts. Sonst hätte ich auch. Das ist ja wirklich gar nichts. Ja. Das denkst du, weshalb ich so schnell wieder weg war? Ist ja leerer. Die Map ist leerer als mein Artefakt-Inventar, was ist das? Oh, 7. Boah, ich benutze hier Chlorint. Jetzt wird erstmal. Ich muss ein Exploration-Team zusammenstellen. Raiden, Zhongli, Kasuha, Mal. Nee, Saiba. Oh, meine Saiba ist tot. Ups. Ups. Wie ist das mein Stand? Sie ist Level 20. Ja, hoch. Chlorint ist so ein cooler Charakter, ne? Ja. Ah. Und wenn sie T6 ist und sie von Frau Spolelli ausgeliehen wurde in Imaginary. Ich hab's ausgeliehen, aber irgendwie hab ich sie einfach nicht bekommen im Cast. Im gesamten Imaginary. Ja. Ich bin so mad, Alter. Ja, warum hast du dann nicht einfach immer Rerolls? Ich hab so jedes Mal auf Charakter gemacht. Holy shit, du bist ja mies unlucky. Ich hab basically alles bekommen bis auf Chlorint. Ja, das tut weh. Das kann doch gar nicht sein. Es gibt doch so Fälle, wo man einfach einen von allen auswählen kann. Ja. Dass du das auch nie bekommst. Es könnte vielleicht sein, dass ich actually irgendwie sie wieder rausgepackt habe, weil ich habe sie zweimal equipped. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich sie actually wieder rausgepackt habe. Aber es sollte eigentlich nicht sein. Ja, aber ich würde schon behaupten, dass das wahrscheinlich der Fall ist. Ja. Weil eigentlich hat man nie das Problem, dass man einen Charakter nicht bekommt. Ja, aber jetzt inzwischen, wo du halt 21 Charaktere hast. Ja, genau, deshalb habe ich. Hast du eigentlich auf der höchsten Difficulty gespielt? Ja, natürlich. Die kann ich noch nicht spielen. Oh, 7. Mir fehlen so 2-3 Charakter, aber ich finde es mega geil, dass wir jetzt einen Tenpol pro Version bekommen vom Abyss. Endgame-Content. Ich meine, das einfach hast mega du schon so oder so davor auch bekommen. Du hast ja dreimal ein Reset gehabt im Regelfall. Dreimal ein Reset mal aha. 600 mal 1800, das sind 11 Puls. Plus 40. Aha, ja. Jetzt kriegst ja, du nein, manche... jetzt kriegst du 15. Das ist cool. DPS, ja, yeah, braucht man doch eigentlich nur Attack, oder? Ja, oder und Crit. Ein bisschen EM. DPS, ja, yeah, ohne eine Elektro... ohne Dings. Ich meine Attack und Crit und CVs. Ja, ja, Attack und Crit mal, und EM ist weniger wert als Attack. Ihre Passive kannst du ignorieren. Das ja. Ja, die Passive kannst du ignorieren, Sakobi. Wenn Crit dann. Warte, EM. EM wäre dann, glaube ich, wird wichtiger Stat vor Attack Crit, oder? Ja. Natürlich. Vor Attack Crit. Also, es ist CVs, Attack Prozent, EM, Attack Flat, richtig? Ja. Machbar. Weißt du, Sakobi? Ich, ja. Mich hat ihre Passive damals richtig verwirrt. Wieso? Ja, weil sie. Der war so Momili, hat mir nicht geglaubt, dass ich ihr Milkom habe, fragt mich so richtig schlau, ja, was macht denn ihre Passive und wusste die Antwort dann selber nicht mal. Schade. Ja, ich hab dich auch einfach gefragt, weil du gesagt hast, du wärst der größte Yaimiko-Fan. Ich, so. Ich liebe Yaimiko. Bro, ich hab literally so die Hälfte meines Haupt-Teapots ist so nach Yaimiko gestylt, Bro. Ja, das klingt nach mentaler Krankheit. Huch. Vielleicht. Das wäre nicht die einzige. Ja, sehe ich. Ich arbeite gerade an Minecraft Achievements. How did we get here? Oh ne, ich glaube, ich kämpfe nicht gegen diesen Wire, what the fuck. I mean, die Passive ist eigentlich. Ich weiß nicht, ich mag die Passive nicht so. Welche? Ja, jetzt die von Yaimiko, die zweite. Dass du dein, dass dein... Die EM-Passive. 0,15% mehr Schaden macht für jeden. Was macht der Bastard am Arsch der Welt? Und warum ist er immer noch aggro auf mich? Lass mich einfach Team ja, wechseln. Ja, dass du Electro-Damage-Bonus bekommst, diese. Welche? Die meinst du die andere Passive? Nein, das welche, gibt Elektro... Welche der beiden Passive meinst du? Die kriegt keine Elektro-Bonus. Doch, ich glaube schon. Das nein, die oberste passt doch.
die increased einfach flat den Damage von. Sie increased den generell den Prozent Damage von ihrem Skill. Die macht kein Elektro Damage. Sie increased einfach den Skill Damage. Das sind 5,1% pro EM. Ja, dann. Das ist keine Elektro. Das ist kein Elektro-Damage-Bonus. Dann ist die ja noch beschissener. Ich weiß nicht. Willst du das überhaupt haben? Ich weiß nicht. Duck, dann hast du das. Ich weiß nicht, dann ihre zweite Passive ist tatsächlich eine richtig starke Passive, wenn man es mal bedenkt. Alter, sind Biops nervig, alleine zu bekämpfen. Welche? Ist das die mit dem EM? Nein, die, dass du eigentlich basically dann 3 Skills einfach refunded kriegst, wenn du ultest. Ja, aber Sakobi, wenn du drüber nachdenkst, ist es eine richtig ihre starke Ihre zweite Passive ist die mit dem EM. Nee, ich meine die du auf 4 kriegst. Aha. Ja, das ist doch. Ist das die 4? Ich weiß nicht, das weiß ich nicht, weil ich hab die schon auf 80, da kann ich jetzt nicht wissen. Nee, warte, ich hab meine ja in den Kopf. Nee, das mit dem EM ist das die auf 4 ist. Sorry, meine die erste Passive. Ja, genau. Die erste Passive. Ja, ich finde, das hätte. Muss bedenken, die erste Passive ist das unglaublich stark. Ist einfach ein. Ja, Sakobi, das hätte auch einfach ein Teil von ihrem Kit sein können, um ehrlich zu sein. Das stimmt. So. Das muss nicht unbedingt eine Passive sein, so heutzutage wäre das einfach im Kit schon drin, so. Das stimmt. Ja, aber für eine Passive ist stark. Es ist ja, whatever. Ja, davor hast du schon minus sehr whatever, es ist nicht mal stark, es ist legit whatever. Weißt du, das Ding ist, du musst halt auch so bedenken, das ist einfach so ein essentieller Teil von ihrem Kit und davor hat sie eine Passive weniger, basically. So, weil das hätte wirklich einfach in ihrem Burst schon drin sein können. Ich find's eigentlich egal, weil es ist so oder so einfach Base Kit ist ausgeglichen. Aber ja, ich find Yaimiko leider irgendwie zu schwach. Ich hab sie selber. Ja, sie ist relativ schwach. Ist kein Fan, Lava-Fan. Ist ein Mage-Man. Ich bin sie ist ein Fan. Sie ist sehr fun. Ich hab sie auch nicht. Nein. Ich find nicht mal, dass sie fun ist. Ich find sie auch nicht. Richtig Fan. Ich find Fischl ist viel besser zum Spielen, was der Hölle. Ja, aber das ist doch einfach. Ja. Flex. Ja. So, schau mal. Ihre Turrets verschwinden viel zu schnell. Das ist richtig nervig, so. Während die Turrets wenigstens lange... Was ist mit mir? Nobushi. Die haben doch jetzt erhöhte Droprates, oder nicht? Ja. Ach, dann kann ich sie endlich mal farmen, ohne Creeps zu kriegen auf 4,000 Teilen. Ich hab über 1000 Tiere Teile gefahren. Ich habe irgendwie insgesamt verteilt auf meinen Accounts 5000 Sachen gefahren, safe. Weißt du, was das Lustige ist? Ja. Nein. Ich spiele Yaimiko und Raiden eigentlich. Rat mal, wie viele Charakter von zweien diese Level-Up-Material brauchen. Genau, beide. Ja, was das denkst ist du? Noch was? Mehr Cancer. Es ist okay, einfach okay, Cancer okay. Plus. Was denkst du, wie viele Charakter ich damit gebaut habe? Mehr als du. Warte. Und Waffen auch. Auch Kaso hat die auch. Ja, nee, Kaso hat nicht. Der ist ja pre. Oh. Dings released worden. Oh, er braucht Raven Insignis. Also Ayaka braucht sie, ja. Ayato braucht sie auch. Yaimiko braucht sie auch, habe ich auch gelevelt. Auf meinem anderen Account auf Raiden habe ich es gelevelt. Auf Ayato habe ich es gelevelt. Natürlich habe ich Yaimiko. What the fuck? Ich habe Ayaka, Ayato plus Yaimiko plus Ayato auf dem anderen Account gelevelt. Ich weiß ganz genau, was das ist. Außerdem habe ich noch ein paar Waffen, die glaube ich auch das gleiche gebraucht haben. Also sitzen wir im selben Boot. Nee, ich sitze im doppelt so tiefen Boot. Ja, Bro, meine Raiden ist schon fett so. Ich glaube, dass die sinkt doch so ein bisschen tiefer. Ich will sehr Crown. Ich will ihre Old Crown, aber. Ja, das ist ein bisschen. Okay, das ist whatever. Ich meine, ich habe auch Raiden auf 9er Talents. Ich habe Ayaka Triple Crown. Ich habe Ayato auf 9,9. Ich habe Yaimiko auf Triple 9. Machst du Schiss, ey? Wieso tust du dir das an? War das Drop Rate Increase? Ja, natürlich. Ja. Es ist ja erst seit dieser Version, what the fuck, hä? Er hat das jetzt in so 2 Tagen gemacht, weißt du? Ja. Also ich hätte das erst in 2 Tagen gemacht, so bin ich mal ganz ehrlich. Nee, also ich habe das alles davor gemacht, so. Ich verstehe nicht, so, wie soll ich es davor gemacht haben, wie soll ich es danach gemacht haben? So, ich habe Netland erkundet. Wenn mir gesagt wurde, dass die ein doppelte Drop-Rate kriegen, habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich mach's, wenn's Netland released. Ich kriege die 3 Talente von den beiden Kameraden. Ja, Jingling, komm einfach nicht rein. Alles klar. So. Warte, Jing, welcher TP war der wichtige? Was? Welcher TP war der wichtige? Wie, welcher TP für was? In Netland. Wichtig nicht für dich, oder? Nur für mich, für die Wyobs. Ich meine ja generell. Es gibt keine generell ist da nicht wichtig. Einfach alle. Einfach alle, okay.
Ich meine, es wäre gut, wenn du zumindest einen auf den Bergen drauf hast. Aber sobald du einen auf den Bergen drauf hast, kannst du auch einfach alle anderen, die auf den Bergen sind. Oh, ich hasse den. Oh Mann. Ey, ich hab so viel Lust. Ich weiß, meine ja Nico mal zu spielen, aber ich weiß nicht, wo ich die spielen soll, weil sie ist irgendwie mega ass. Ja, sie ist basically Clorindon schlechter. Hast du Raiden? Bro, nein, das spiele ich nicht. Ich hab die nämlich auch abgeraten von. Raiko ist einfach nicht der Play. Du kannst sie in dem Tent Harry Aggravating spielen, so. Ist ja sogar eigentlich sehr gut drin. Mit John Lee. Für ein Titan Harry Team, so. Also Main DPS Yaimiko spielt's auf keinen Fall. Das ist da wieder bad. Doch, ich würde ein Yaimiko-Team empfehlen, dass du tatsächlich nicht mit Clorindon spielen kannst. Das ist Yaimiko, Farina, Shenyun, Nahida. Und das ist actually ziemlich gut. Wenn du es ideal spielst. Wenn du Clorindon spielen kannst, nenn dein Team ohne Clorindon. Oh, das klingt cool. Ich habe gesagt, Team. Eins, was du nicht mit Clorindon. Also, es ist ein Team, wo du nicht Clorindon reinslotten kannst und das ist besser. Das habe ich damit gemeint. Wie, welches? Weil Yaimiko? Du kannst Clorindon nicht für Plansch spielen. Ich habe ja gesagt, Yaimiko? Du kannst. Aha, Yaimiko ein Plansch-Team. Hä, wie geil, ja, das spiele ich safe. Und damit kriegst du auch actually bessere Hyperblooms. Also, und du kannst deine Mani spielen. Deine, ein Hyperbloom-Plansch-Team, das klingt. Quickbloom-Plansch. Ich habe das Gefühl, dass das. Ja, es ist ein Hyperbloom-Team. Actually, doch. Bitte? Was? Ich meine, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einfach Clorindon alleine so ein besseres Team wäre. Nein. Nein. Es sei denn, du hast C6 Clorindon, aber dann ist es immer besser. Ja. Ja, eben. Nein, die Yaimiko als Main, die Beste sind nicht wirklich, so bin ich mal ganz ehrlich. Okay, ich bin fertig mit den Y-Ops, ich piss mich mal. Danke. Ja, ich finde Yaimiko ist leider viel zu schwach. Eigentlich nicht so sehr, aber ich mag sie trotzdem irgendwie nicht so. Sie ist nicht schwach, aber sie ist kein Meta. Doch, sie ist schwach. Sie ist schon schwach. Sie ist schwach. Sie ist definitiv schwach. So, sie ist nicht mal nah an einem Meta-Character und sie ist auch nicht mal wirklich so gut. Ich meine, so, ich kann mal kurz. Actually, wir schauen einfach mal kurz bei der Dings nach, bei unserer Genshin-Tierlist. Sie ist in B-Tier. Ja, das ist nicht so gut. Actually, das ist besser, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das liegt nur daran, dass wir das Yaimiko-Plansch-Team haben. Das macht sie relativ okay. Das macht sie kompetent. Aber das ist basically so Xianyans Work und nicht ihre. Ja, richtig. Wie willst du denn Navi in dem Team? Aber Ja ist schon nicht der beste Charakter. Yaimi. Wo? Wer ist wo? Navi auch im B-Tier. Ja, aber auch weiter oben. Und sie ist nicht gecarried durch ein Team. Boah, ihr rankt Zhongli höher als die beiden, Bro. Das natürlich, natürlich, mit Abstand. Ja. Holy shit. Also. Für einen Zhongli-Hater wie dich ist es erstaunlich. Seit wann bin ich ein Zhongli-Hater? Ich weiß auch nicht. Noch nie gewesen, ich wollte schon immer Zhongli haben. Er wollte Zhongli pullen die ganze Zeit, aber jetzt halt. Er wird auch in Zukunft Zhongli pullen, bestimmt, weil es keinen Charakter geben wird, den Power Creep hat oder so. Ja, ich weiß nicht, wovon du sprechen könntest. Think. Oh, nein, einfach ein Charakter, der im ganzen Team permanent Invisibility Frames gibt. Du weißt nicht, dass du gar nicht mehr getroffen werden kannst. Ja, Sakobi, ich versteh's vielleicht nicht ganz gerade. Wieder. Egal. Alles gut. Wegen dem Shred oder warum? Zwei Boni aus 53 Crafts! Sucrose. Bro, du weißt gar nicht, dass Dori heißt. Zhongli, die meisten Leute, die Zhongli pullen, pullen ihn, weil sie halt einfach nicht sterben wollen. Na. Oh, oh, wait, ich hab genug. 41, 27, 23. Also, ja, überschätzt, wie gut die General Genshin Player Base ist. Nein, sag, guck mal, schau mal, Zhongli ist doch sehr nice, einfach weil du auch nicht Leute, so genau. Leute, Surf's Up wird jetzt gelevelt. Ich kann Surf's Up auf Level 90 machen. Für ihn wäre einfach so, dass du generell einfach nicht mehr gehittet werden kannst, weil Zhongli's Weakness ist halt noch gefroren werden soll. Ja, du kannst Zhongli auch einfach Power Creep geben, du sagst, jemand gibt dir ein bisschen Resistance to Interruption, ein bisschen mehr Resistance Shred, plus Heals, plus Damage Bonus, plus, was gibt's noch alles? Plus Grouping, plus. Irgendwie Reaction-Buffs. So, ich weiß nicht, du kannst also schon in vielen Hinsichten buffen. Das Schild ist nicht so stark, Sakobi. Es ist gut, aber es ist nicht so, dass du damit nicht mehr sterben kannst.
aber das stärkste Schild im Game, so. Inzwischen existiert auch sowas wie Kirara und ihr Schild ist auch gar nicht mehr so viel schwächer. Ja. Und sie hat noch den Dragon Cage. Das beste Schild ist immer noch Thoma. Thoma hat sogar ein fast gleich hohes Scaling, ne? Ich glaube sogar sein Scaling, sein Max-Scaling ist höher als Zhongli's, aber er gibt dir halt keine weitere Shield-Strength, deshalb ist es schwächer. Aber insgesamt, wenn du stackst, Full-Stacks, ist es genauso stark, wenn nicht sogar stärker als Zhongli's Shield. Aber das beste Shield hat Aloy, weil niemand dich mehr angreifen wird, weil alle einfach noch disgusted sind, dass du Aloy spielst. True. Sein soziales Schild. I see. Leute, ich habe gleich Surfs up auf Level 90. Ja. Scheiße, hat mich das viele. Oh mein Gott, das kostet mich ja 800 Mystic Enhancement Ores. Ich hab bald nicht mal mehr 1000. Ich hab zu viele Waffen gelevelt. Weißt du? Bro, what the fuck? Wait. Ich hab nicht mal mehr 1000 Mystic Enhancement Ores dann. What? Es hat mich 1.016.000 Morgen gekostet. Das macht Candice eigentlich nochmal. Hydro Application, oder? Oh ja. Ja, nicht, macht sie. So, jetzt, ja, ich muss kurz meine Mualani ausprobieren. Das ist ja crazy. Waffe Level 90. Candice eigentlich in was für Teams?